Hier ist Sven von Fahrwerk Talk und ich melde mich nur ganz kurz mit einem Zwischenstand. Ich muss euch leider noch ein bisschen vertrösten, bevor es die nächste richtige Folge Fahrwerk Talk gibt. Ich war 2 Wochen ein bisschen erkältet, sodass ich keine Stimme hatte und das wollte ich euch nicht antun. Und aktuell bin ich in der auf Erprobung in Nordskandinavien. Ich stehe hier sozusagen im Wasser, was ihr hinter mir seht. Das ist ein riesengroßer Eissee. Und auf diesen Eisseen wird in Nordskandinavien erprobt. Das heißt, hier werden Autos getestet für Kälte in der Fahrdynamik, Regelsysteme, ABS, ASR und ähnliche Dinge. Und falls euch das interessiert, kann ich euch da auch gerne mal eine kleine Folge zu drehen und euch ein bisschen was erzählen, wie sowas abläuft und was hier so getestet wird und wie das getestet wird. Und jetzt möchte ich euch wirklich nur einen kurzen Gruß und ein paar Impressionen hier aus Skandinavien senden, damit ihr wenigstens ein bisschen was von mir hört, wenn ich euch schon keine neue Folge präsentieren kann. Ich schwenke noch mal ganz kurz, damit ihr so eine Idee bekommt, wie weitläufig das hier ist. Wie gesagt, ich stehe hier mitten im Wasser, ein zugefrorener Eissee. Man sieht das auch so ein bisschen am Untergrund. So dick, dass LKWs und PKWs problemlos darauf fahren können. Kommt hier so einen kleinen Eindruck, wie unglaublich weitläufig das hier ist. Und diese Stöcke, die ihr hier vor mir seht, die markieren hier die Wege für Schneemobile und Fußgänger. Und die sind nicht einfach nur so hoch, sondern die sind so hoch, damit sie auch bei richtig winterlichem Wetter noch oben aus dem Schnee rausgucken. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das hier in der Hauptsaison, weil jetzt ist ja eher schon ein bisschen spät, es taut schon leicht, wie das hier in der Hauptsaison aussieht und wie hoch der Schnee hier tatsächlich steht. Die Testbedingungen hier in Skandinavien, die sind natürlich super. Absolut verlässliches Wetter. Minus 10 bis minus 20, teilweise auch minus 30, minus 40 Grad. Dichte Schneedecke, die dann noch speziell präpariert wird. Und ihr seht es ja, absolut riesige Eisflächen, auf denen man unglaublich viel Platz hat. Auf diesen Flächen werden dann künstliche Strecken angelegt, Dynamikflächen, mehrere Kilometer lang zum Teil, mehrere hundert Meter breit, Handlingkurse, Eiskreise und alles, was man so zum Testen braucht. Und es gibt dann sogar beheizte Asphaltstrecken, auf denen man noch Trockenbremswege einfahren kann oder auf denen man mit einem Rad auf Eis und mit dem anderen Rad auf Asphalt bremsen kann, sodass man hier wirklich alle möglichen Tests machen kann. Hotels sind meistens dicht dran und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich jedes Mal das absolute Highlight, wenn ich hier unterwegs bin und das absolute Vergnügen habe, eine Woche nur mit dem Auto auf dem Eissee unterwegs zu sein. Ihr seht das, ich kann das Lächeln gar nicht vermeiden. Das macht einfach einen Riesenspaß. Bis hier ist geräumt, danach ist Sackgasse. Da beginnt dann nämlich direkt das Prüfgelände, wo die Autos fahren und da ist selbstverständlich Fotografie- und Filmverbot und da ich meinen Job sehr mag, halte ich mich da natürlich auch dran. Direkt vor mir seht ihr das Eis, hier blank, also so ein bisschen abgetragen. Das Wetter ist recht warm, das heißt so ein bisschen abgetaut, sodass man hier die Eisoberfläche schon erkennen kann. Und wenn man da ein bisschen dichter rangeht, dann sieht man noch Risse im Eis. Die Locals versichern einem immer, dass das alles nicht schlimm ist. Ist es auch nicht. Aber ich sag mal, gewöhnungsbedürftig, wenn man hier mit einem 2 Tonnen Elektrofahrzeug unterwegs ist und sich darauf verlassen muss, dass das Eis schon trägt. Eine absolut traumhafte Landschaft. Ich liebe Nordskandinavien. Das ist wirklich total toll hier. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. An sich ist die Stille hier oben immer unglaublich. Aber im Moment ist das hier alles andere als still, weil im Hintergrund überall die Motoren der Snowmobile vor sich hin dröhnen. Es ist Sonntag und was will so ein Haufen Automobiltester an einem Sonntag machen, wenn man sich langweilt?
Also werden die Snowmobile gemietet und auf geht's in den Wald. An sich auch eine tolle Sache. Aber ich habe mich heute dafür entschieden, einen schönen Spaziergang zu machen und für euch einen kleinen Beitrag zu drehen. Und da habe ich auch sehr viel Spaß dran. So sieht dann die Streckenpräparation für die Schneemobilpiste aus. Schneemobil mit einer Vorrichtung, die den Schnee glatt zieht und die sozusagen die Loipe für die Schneemobile spurt. Okay, Schneemobilfahren ist ganz offensichtlich nicht das Einzige, was man bei minus 5 Grad, die haben wir hier nämlich aktuell, richtig gut machen kann. Und komischerweise sprechen ja alle Spieler Deutsch. Hier musste ich auch kurz schmunzeln. Ich bin hier vorbeigelaufen und habe gedacht, oh guck mal, da hat wohl jemand einen Gartenteich oder einen Swimmingpool, der jetzt zugeschneit ist. Aber nee, das ist das Seeufer und offensichtlich gibt es hier im Sommer eine Badestelle. Und im Winter ist diese kleine Reling alles, was hier aus dem Boden guckt. Also, ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter wie ich hier oben und ich sende euch ganz liebe Grüße und spätestens nächsten Monat gibt es dann wieder eine normale Folge, versprochen. Macht's gut, ganz liebe Grüße, euer Sven.